Hi, wir sind heute auf dem Weg zu einem Kraftwerk und das wird heute nicht nur ein Lost Place für uns, sondern auch ein eine Wanderung. Wir haben jetzt schon endliche Höhenkilometer hinter uns. Nee. Wird aber schon einiges gewesen sein. So, das erste Mal für uns, dass wir irgendwie wandern müssen, oder? Sehr begeistert. Hatten wir? So, wir sind jetzt auf jeden Fall in so einem verlassenen Dorf angekommen. Ob hier wirklich alles komplett verlassen ist, wissen wir noch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall da hinten sind diese ganzen Häuser, die. Da unten geht es auch noch. Und das Ganze ist getrennt von einem Fluss da unten. Die sehen natürlich schon richtig zerstört aus. Also die sind auch wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten verlassen. Boah, Wahnsinn. Ist aber alles eingezäunt, ne? Und guck mal, ich weiß es nicht, ja. Ist ja wirklich alles eingezäunt. Und sieht auch frisch eingezäunt aus. Aber der ist offen. Ja. Haben wir direkt gesehen. Da haben wir schon ein Auge für. Meine Oma, die hat damals... Das ist Sicherheitsdienst, ne? Oh ja. Ja, wir haben gerade mal, oder der Mario hat gerade mal geguckt. Und ja, 2011 ist hier der letzte Bewohner ausgezogen. Das Ganze wurde aufgekauft von einem Energiekonzern, oder? Ja. Ja. Und die sind jetzt aber irgendwie pleite gegangen oder insolvent oder wie auch immer, ist dasselbe. Oh, hier ist es zu. Guck mal, wir wollten uns einen Türgriff mal besorgen. Ja, stimmt. Müssen wir den nächsten Türgriff, den wir finden, müssen wir den mal wirklich als Handgepäck mitnehmen. Auf jeden Fall sind die jetzt pleite und suchen einen Investor. Und das ist halt irgendwie ein bisschen witzig. Ne? Also das Ding wurde aufgekauft und jetzt suchen die Leute, die aufgekauft haben, jemanden, der das aufkauft. Ja, genau. Herrlich. Und ja, jetzt steht das ganze Ding hier leer. Wer weiß, welche Leute ihre Kindheit und alles hier verbracht haben. Schon ein bisschen traurig und schade. Jetzt gebrannt, aber richtig, guck mal, da kam es raus, unten bei den Schornsteinen, unten an den Fenstern, ne? Also hier unten muss es komplett, oh ja, ganze Decke ist schwarz, wow, guck dir das an. Hier hat es einfach komplett gebrannt, aber es muss schon so lange her sein, weil hier riecht es auch gar nicht mehr so. Boah, hier richtig. Ach du Scheiße, hier ist auch richtig heiß geworden. Guck mal, hier sind sogar, ist die Decke weggebrannt ein bisschen. Also wir haben jetzt hier auch noch mal eine Garage voll mit Holz gefunden. Wahrscheinlich sah es in den anderen Kellern genauso aus, wo man das Ganze angezündet hat. Und bei dem Haus sieht man ja, da hat es auch gebrannt. Also diese Brandstifter immer, das erstaunt mich halt immer wieder, wie Leute da immer die Sachen anzünden. Warum? Weshalb? Wieso? So, da sieht man auch, ne? Hat es halt richtig hoch. Haben der Ruß, Gartenhäuschen und hier die Häuser. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Ecke gewesen hier. Und komm, du kommst genau ins Kraftwerk, wenn du da durchgehst. Und das machen wir jetzt auch einfach. Wo?
Ah, ja, siehst du, also wenn der Pförtner da sitzen würde, hätte er die auf jeden Fall auch schon gesehen. Ich denke nicht, dass er da sitzt. Guck mal, was ist das da oben für Tauben? Siehst du das? Da sind so an den Seiten so Gitter. Ja. Das ist entweder Tauben oder Hühner oder irgendwie sowas. Aber ich denke mal eher Tauben. Alter! Boah, hey. Passt aber gerade richtig. Ich hab's auf jeden Fall. Raus, der Bergmann. Ich hab's auf jeden Fall auf Video. Was macht Hühner? Ja, hier, also in dem Dorf hier gehen überall alle Fenster und Türen durch den Wind andauernd auf und zu. Das ist richtig gruselig. Also hier eine Übernachtung wäre heftig. Also so nah war ich wirklich noch nie an so einem Teil drin. Kühlturm. Ja, und wahrscheinlich ist das ganze Riesengebäude dort leer, ne? Verlassen, oder? Tja, bis hier kommt man. Hier ist das Kraftwerk. Leider überall der Zaun zu. Da unten ist auch ein Pförtner, der hier aufpasst. Also von hier kommt man nicht rein. Wir vermuten, dass das heute nichts wird. Leider. Dass wir ans Kraftwerk nicht kommen. Manchmal ist das so, gerade bei Locations, wo man sich nicht sicher ist, wo man auch noch keine Videos drüber gesehen hat. Und das hier ist halt ganz frisch. Und Videos habe ich dazu auch noch nicht gesehen. Ja, schade, ne? Das Kraftwerk halt zu. Aber wir waren ja hier in diesem ganzen Dorf. Das ist auf jeden Fall auch cool gewesen. Also ganz umsonst war es nicht. Auch wenn wir 3 Kilometer bestimmt durch den Wald laufen mussten. Also eine richtige Wanderung.